Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. So, nach der Action der letzten Folge hoffe ich, dass es jetzt mal ein bisschen ruhiger wird. 11. November. Auf einem Friedhof. Ach nein, da geht das Grab von Achtung mal Karl bestimmt besuchen. Ja. Sich traurig, bedauernd, nachdenklich. Wir nehmen nachdenklich. Sie sagten, niemand hätte zu bestimmen, wer ich bin. Doch sie sagten nicht, dass das einen hohen Preis kostet. Dass Freiheit kein Geschenk ist, sondern ein Kampf. Aber ich weiß nicht. Vielleicht war es das, was sie mir sagen wollten. Zweifel. Pessimistisch. Wir zweifeln ein bisschen. Ich wollte nur, dass mein Volk frei ist. Aber ich habe es in eine Katastrophe geführt. Ich versuche, Antworten zu finden, aber um mich herum bricht alles auseinander. Nehmen wir Rat. Was soll ich tun, Carl? Sie töten uns. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt beantworten, aber welche Wahl habe ich? Emotional verzweifelt verloren. Emotional. Ich vermisse sie, Carl. Ich vermisse sie so sehr. Aber dafür, dass er so viel Kohle hatte, sieht dieses Grab sehr schlicht aus. Oh nein. Das ist doch der Sohn. Oder nicht? Okay. Ich frage mich jetzt. Die Frage ist. Oh, so, der neue Connor ist da. Oh, wir sind schon wieder bei Amanda. Nee. Der letzte Connor ist leider gescheitert. Du wirst ihn ersetzen. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Den Anführer der Abweichler zerstören. Ach. Geh, Connor. Und enttäusche mich nicht. Können wir uns denn diesmal vielleicht den anschließen? Das ist was auch schon. Dürfen wir auch nochmal spielen? Okay, wir haben wohl einen neuen Unterschlupf gefunden. In einer alten Kirche. Mindestens sieht das ein bisschen so aus. Da ist ein Kreuz, da war ein Redepult. Ja, eine alte Kirche. Nur was planen wir jetzt? Sprich mit deinen Leuten, alles klar. Kann ich hier eine Rede halten? Hi! Wen haben wir denn hier? Also meine Leute sind hier, Josh und so. Nur mal hier mit. Nein. Ja, sag doch was. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst. Wow. Wir folgen dir. Gefährte. Also das war's jetzt. Gut zu wissen. Das. Aha. Das ist Carol. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Das ist so weird. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze.
Marcus. Danke. Kommt bestimmt. Rette unser Volk. Rette. Toll. Oh, was soll das denn noch werden? Körper gesprochen. Dann haben wir hier. Aber es ist nur auf. Lage. Überleben, Schusswunde, Lager. Schusswunde. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Super. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. Denn. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. Lage, Lager. Sie sagen, sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Außer? In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Kapern einfach so ein Lager. Entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich folge dir, Marcus. Wohin du auch gehst. Yeah, wieder befreundet. Letztes Mal war es noch distanziert. Und jetzt quasi haben sie eingesehen, dass ich hier der Boss bin. So, da fehlt doch jetzt nur noch der eine Typ. Aber der war da hinten. Der. Eine. Noch. Ach so, wir haben schon hier so ein. Ihm fehlt ein Arm. So ein, keine Ahnung, Spender gefunden, mitgenommen. Sieht aus nach blauem Blut, was da drin ist. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Das ist, er wird jetzt zu R9. Quasi. Ich folge dir, Marcus. Ach, er ist auch Gefährte. Jo. Wir sind, würde ich mal sagen, jetzt R9. Oh, toll. Jetzt halten wir, müssen wir bestimmt wieder eine Rede halten. Deine Entscheidung. Ich muss dafür nach da oben. Ja, aber die Frage ist, was ist meine Entscheidung? Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Okay. Marschiert friedlich zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen. Startet einen Angriff auf die Lager, um die Erwähnung. Ich würde demonstrieren. Weil ich die ganze Zeit den friedlichen Weg genommen habe. Und da bleibe ich bei. Ich weiß. Das wird ja voll risky. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Ja, also noch wenn Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Jo! Ab zum
Yeah, ich bin der Anführer, wer das gedacht? Ist ja Fanclub. Ich sollte Merchandise verkaufen. Hier für ein. Okay. Konrad-Diagramm. Dünnes Eis. Die letzte Mission. Alles klar. Und. Das hier war Markus. Ja, der ist ja schon sauer. Letzte Ära beißen. Sich Karl anvertrauen. Und dann. Markus auf heiligen Bogen. Zack, zack, zack. Ey, ich werde das noch 2-3 Mal spielen müssen, wenn ich bedenke, ich ist ja ab. Egal. Weiter geht's. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Oha! Bitte! Hacking? Bitte! Hier drüben, bitte! Bitte! Ach du Scheiße! Cyberlife, intelligentes Leben, 4 Abweichler, Anführer, Bingling, Hacking. Ach du Scheiße, was fragt denn? Ich finde niemals öffentliche Meinung. Madam President, die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Madam President! Bitte! Madam President! Rückrufzentren, Armee, Anführer. Oh, nimm mir dieses Hacking dabei. Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können? Wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Madam President! Jetzt hat die Frage, wie stimmt. Ich nehme mal hier Abweichler. Stimmt es, dass eine große Zahl Abweichler immer noch auf freiem Fuß ist? Wir haben noch keine gesicherten Zahlen, aber wenn es so ist, garantiere ich Ihnen, dass wir sie bald festnehmen und zerstören. Madam President. Wie viele Fragen muss ich denn hier noch stellen? Jericho Angriff, Rückruf, nehmen wir hier mal Armee. Stimmt es, dass Androiden 60% der Streitkräfte ausmachen? Kann unsere Armee immer noch für die Sicherheit des Landes sorgen? Nachdem die ersten Vorfälle bekannt wurden, haben wir sofort alle Militärandroiden neutralisiert und auch die Nationalgarde zur Verstärkung angefordert. Unsere gesamten Streitkräfte sind voll einsatzfähig und sie können für die Sicherheit unseres Landes sorgen. Danke. Das wäre alles. Jetzt muss ich hier schon Pressekonferenzen halten. Erreiche den Busbahnhof. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Oha. In 20 Minuten. Ja, lauf. Lauf doch. Sprechen wir mal. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Sehr aktiv. Vielen eingeschaltet. Nee, wir lassen das eingeschaltet. Im Bus kann sie sich ja aufwärmen. Wir haben nur 20 Minuten Zeit, also los geht's. Wo sind wir hier? Ja, da sehen wir nur die Rede, die wir gerade.
Wie? Da liegt einfach eine Knarre rum. Wir lassen die Knarre da liegen. Nein! Ich muss die nehmen! Ich will die nicht nehmen. Wieso muss ich die Knarre denn jetzt nehmen? Kann ich jetzt noch vielleicht entscheiden? Nein, wir packen sie mal ein. Na komm. Lass uns gehen. Oh, jetzt kommt da so ein Schatz. Scheiße. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Ja. Kann nicht laufen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Boah. Ja, dann laufen wir jetzt. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Aha. Also immer wenn da ein geringes Risiko ist. Sicher? Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Oh, ich kann... Komm, wir probieren's. Okay, gehen wir. Und wie? Hey, Kumpel. Was macht ihr jetzt? Nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Ja, wieso? So. Ich wusste jetzt nicht, was die von mir wollen, deswegen... Kann ich jetzt... Wieso finde ich so. Wieso soll ich eine Waffe finden? Ich hab doch eine Waffe! Kara! Jetzt verpisst euch! Du hättest dein Leben nicht riskieren sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen! Ja, wieso danken die mir? Alice! Oh, ja, ich sehe schon verpassen den Bus, weil wir hier so rumpimmeln. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Großrisiko, noch Großrisiko. Kann er mal weggehen? Danke. Hohes, hohes, hohes. Dann muss ich wieder wegdrehen. Nee. Gut, dass hier so viel Zeug rumsteht. Hohes, hohes, hohes. Kann ja mal weggehen. Oh, wir kriegen den Bus nicht mehr. Oh, Speicherpunkt. Dann sind wir jetzt erstmal an den Soldaten vorbei. Mist. Da sind zwei Wachen.
Kontrollpunkt. Den müssen wir umgehen. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Wir nehmen den sicheren. Minus. Wir haben keine 11 Minuten mehr. Wir müssen den Kontrollpunkt nehmen. Wir haben keine andere Wahl. Boah, wenn das schief geht. Boah, wenn das... Was darf? Ich mag keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Meine Tochter hat bei einer Freundin übernachtet. Wir haben sie abgeholt. Wir sind auf dem Heimweg. Ahnt etwas. Ruhig bleiben. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Krank? Der ist kalt. Ihr ist kalt. Wir müssen sie schnell nach Hause bringen. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Das Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Oh. Hey, Moment mal. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Nichts. Tu bitte nichts, Luther. Hörst du mich? Sie werden schließen. Sie werden alles töten. Boah, nichts tun. Du hast was verloren. Danke. Bitteschön. Ja. Ich habe keine Zeit mehr, der Bus fährt doch sofort. Bin ich jetzt am Busbahnhof schon? Aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die also da Stadt marschieren. Müssen der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Ach, schon wieder die Präsidentin am Start. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Einmal nach rechts wischen, bitte. So. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um diese Folge zu beenden. Dann gucken wir mal, was hier jetzt gleich abgeht in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.